like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen bei So geht's. Heute geht es um diese Geschenke, die ich für den Alessio mitgebracht habe. Und zwar, ich bin beim Alessio zu Besuch in der Switzerland. Und ich habe ihm ein paar Sachen mitgebracht, die er in der Schweiz gar keine Chance hat zu bekommen. Ja gut, das schon. Und fangen wir auch direkt an. Zeig mal deine schönen Sachen. Und zwar, das habe ich schon verbaut, wie man sieht, bisschen schief. Ja, man sieht schon. Ja, dann fangen wir auch gleich an. Und zwar sehen wir hier mal ein richtiges VG und nicht diese drei kleinen VGs. So richtig behindert irgendwie. Ja, ja gut, deshalb warst du wenigstens wieder in der Regend. Ja. Das war halt in so einer Regenleuchte. Ja, und das ist halt ein Vorschlaggerät von 125 Watt aktuell. Ja, ist halt besser als diese drei kleinen Dinge. Dann haben wir hier noch zwei kleine Kleinigkeiten, was er sehr gebrauchen kann. Das ist Starterfassung, den man ganz einfach an den Holz montieren kann. Habe ich extra so gewählt, nicht diese, wo man die, wie bei den Feuchtraumleuchten, diese lang. Ja. Und dann haben wir noch hier so eine, wie heißen die nochmal? GRQXD, was weiß ich. Dann Hybride Röhren, falls jemand die Fassung nicht kennt. Ach so, ja genau, das war ich auch nicht gesagt. Dann Highlight, eine 400 Watt NAV von GE Lookalux. Ja, komplett am Eskalieren. Auf jeden Fall, das tun wir auch gleich in den HQI-Strahler rein. Das haben wir eigentlich getauscht, aber das haben wir jetzt hier hingetan, weil es halt auch noch ein bisschen dazu gehört. Und zwar diese Osram ProStar 7. Ich warte, die habe ich auf dem Bilder mit 26 Watt getauscht. Hast du schon mal ein Video gemacht? Ja, ich glaube. Ja, ich glaube, alle kennen die schon. So, ich würde sagen, pack auf alles und wir machen es. Pack das Ding hier rein. Mach mal anderes. Das muss helfen, sonst bin ich wieder. Warte. So, würde ich sagen. Nein, in die gute Stube. Hinter den HQI-Strahler Elektronik ist hier. Wie voll ist das so viele Mutter? Ja, das ist, was man noch zu selbst etwas einbauen möchte, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Tageslichtsensor. So, okay. Drei, zwei, eins, go. Also das Krasse ist bei der, die ist ja schon jetzt heller beim Start als die. Weil ihr wisst ja, die sind immer relativ dunkel beim Start. Ja, und die eskaliert gerade komplett. Also es sieht wirklich genauso aus wie eine Tunnelbeleuchtung. Und so was noch krasser ist, ich habe zwei mitgebracht, einfach nur so, damit ihr auch in die zweite rein tun könnt, und zwar die da hinten in der Zinszeitüberbrückung. Haben wir gestern beide angelassen und das gelbe Licht da irgendwie so krass, dass da hinten die warmweiße Nachttischbeleuchtung einfach kaltweiß war. Das war richtig krass. Halt, ja, genau, das auch. Und die blaue haben wir noch nicht ausprobiert, das nicht vergaben. Und das dunkle Licht. Ist auf jeden Fall sau nice. Ist schon hochgefahren. Es läuft so schnell hoch. Und ich glaube, wir können auch die Osram ausprobieren, ja, wenn wir wollen. Moment. So, die Lampe ist jetzt drinnen. Ich würde mal sagen, hast du sie reingesteckt? Ja. Wir feuern sie auch gleich an. Ja, die NAV kann noch laufen. In 3, 2, 1, go. Ja, man sieht gerade gar nichts, aber die ist gestartet. Ich glaube, man hat auch was gehört. Man sieht nicht wirklich. Ja, ja, die ist gestartet. Sieht man auch. Das Zündgerät ist gerade. Das von außen. Ach so, ich habe gedacht, das ist Zünd. Nee, ist nicht das Zündgerät, das ist irgendein Wasserhahn. Oh Gott, stell dir vor. So. Jetzt hört man das Zündgerät. Ja. Oh Gott. Guck mal, das ist irgendwie schief. Ich weiß, das ist. Manchmal so. Naja, ja. Ich finde die Moos eigentlich voll geil. Wir haben gestern angeschaut, wo die montiert sind. Sieht eigentlich voll süß aus. Die sind so richtig klein und herzig. Ja. Wir haben auch mal eine DDR-Straßenantenne mitgebracht. Die ist jetzt auch da und noch viele NAVs. Dann haben wir noch getauscht auf die Bega. Und dann habe ich auch noch was bekommen. Das zeige ich euch dann auf meinem Kanal. Link ist in der Infobox. Sollt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Und
Da könnt ihr erfahren, was ich zu Geschenk bekommen habe von definitiv. Dem lieben Sessio. Ich glaube, das Video wird als erstes online kommen und dann irgendwann später, heute Nachmittag oder Abend oder wir wissen es noch nicht, kommt mein Video online. Ja. Noch. Ich glaube, die ist hochgelaufen, also noch nicht, aber auf der Kamera ist sie jetzt auf hochgelaufen. Auf der Kamera sieht man es sowieso. Ja, da merkt man sowieso nichts mehr. Also die läuft relativ schnell hoch. Ja. Und ich würde sagen, ich übergebe noch das letzte Wort an den Alessio und dann sehen wir uns auf meinem Kanal. Bis dann. Gut, also, ich freue mich wirklich sehr über die Sachen. Ich finde es auch richtig cool, dass er halt zu mir kommen konnte. Ja, und seid definitiv gespannt, was der Adam bekommen hat. Und das seht ihr dann bei seinem Kanal definitiv. Ja, und liebe, liebe Grüße gehen raus an den Technikexperten noch an dieser Stelle. Auf jeden Fall. Ja. Und ich würde sagen, bleibt dran, Link folgen und abonnieren, wenn ihr es doch bei mir nicht getan habt. Beim lieben Alessio natürlich auch, das ist Pflicht. Sonst gibt es aufs Maul. Nee, Spaß. Also wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Hallo und herzlich willkommen bei So geht's. Heute geht es darum, was ich den Alessio mitgebracht habe. Und zwar, ihr wisst schon, ich bin hier bei ihm zu Besuch. Genau, das ist diese komplette Eskalation, was ich bei der BG gesagt habe. Ja, genau, da ist draußen auch gerade richtig. Ah.